Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, denn das Kamerakind ist nicht bei. Wie man wahrscheinlich schon im Titel gesehen hat, ich habe mir ein Audi gekauft. Ob das jetzt eine gute Entscheidung war oder eine schlechte, ich kann es noch nicht sagen. Ich habe mir einfach mal so gedacht, den behalte ich dann als Daily Driver. Ja, der hat nur leider einen Motorschaden. Das ist ein 2 Liter TDI, Audi A4, er hat einen Ölpumpenschaden. Der wird jetzt gerade in dem Moment von dem Abschlepper meines Vertrauens zur Werkstatt gebracht. Und dann werden wir da mal reingucken. Ich weiß jetzt nicht, ob wir heute schon reingucken oder erst in den nächsten Tagen. Aber das werden wir gleich sehen. Oh, ist halt nicht so einfach jetzt hier. Ja, ob das jetzt, wie gesagt, eine gute Entscheidung war oder schlechte Entscheidung, weiß ich jetzt noch nicht. Ich gehe davon aus, dass ich einen Austauschmotor kaufen muss, sowie auch Turbolader und sämtlichen Kleingedöns. Aber ich fand ihn halt schön. Er stand halt super da. Die Historie von dem Auto ist super. Und ja, Audi hatte ich zwar schon mal, aber warum nicht ein zweites Mal? Ja, wie gesagt, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg dahin. Ich meine, das Wetter ist super Bombe, aber ein bisschen kalt. Ich habe mich ein bisschen verschätzt, hätte mir mal ein Jäckchen überschmeißen sollen. So, ich fahre jetzt da jetzt noch hin, brauche ungefähr noch 10 Minuten. Dann sollte der Abschlepper auch schon irgendwann da sein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Angekommen bei Christians Autoservice und was soll ich sagen? Da hinten kommt mein Auto. Da ist er. Da ist er und das Ding muss jetzt da rein. Ja, gucken wir mal, wie das alles wird. Bis gleich. Oh, wieder zurück. Hier ist was los. Halten wir jetzt mal den ganzen Verkehr auf. Super. Oh! Schön! In mein Auto geknallt! Klappe die 12. Da ist mein Auto. Da ist der Schrauber. So. Habe ich im Jetta schon drin gehabt. Und da ist der weltbeste Abschlepper. Ja, leider gab es hier gerade einen kleinen Zwischenfall. Dieses Fahrzeug hier ist leider beim Wenden, beim Straßenüberqueren in den Polo gefahren. Mein Auto steht da, wie man sieht, kaputt. Und ist dann leider in den Polo geknallt. Alles irgendwie ein bisschen Schrott. Das war nicht so geplant. Da ist er. So. Jetzt werden wir mal mein Auto abladen. Deswegen, weil wir eigentlich hier sind. Erstens kommt anders. Und zweitens, wie man denkt. Den kennen wir ja auch noch. Ja. Der Kamerakind ist auch wieder bei. Genau. So, bis gleich. So, jetzt haben wir den ersten Schock überwunden mit dem Unfall gerade. Jetzt haben wir natürlich hier Ölwanne, Ölpumpe und sowas alles, liegt hier alles drin. Die Frage ist nur, der Wagen hat eine Ölwanne und so alles drunter. Wo kommt die her? Ja, wir wollten versuchen zu starten, aber Batterie ist irgendwie tot. Und
Der Werkstattchef meinte, er hat am Keilriemen versucht zu drehen. Der Motor wird wahrscheinlich fest sein. Jetzt werden wir mal gucken, was wir mit dem Ding machen. Wahrscheinlich Motor raus. Und der Wagen ist echt super. Also hat ein alterer Herr vorher gefahren. Wenn man guckt, der sieht eigentlich so noch echt supi-dupi aus. Hat 170 gelaufen. Ja, mal gucken. Wir werden die nächsten Tage jetzt angreifen. Gucken, wann er Zeit hat für das Ding. Und dann berichte ich weiter, wie es mit dem Auto weitergeht. Auf jeden Fall, den werde ich jetzt demnächst brauchen, weil mein weißer Caddy, wie man ja gesehen hat, ist jetzt quasi Schrott. Der geht jetzt in die ewigen Jagdgründe. Naja, was soll ich anders sagen? So, ich verabschiede mich für heute. Es wird auf jeden Fall noch mehrere Teile davon geben. Am Nuller ging es weiter, am Golf ging es auch weiter, im Haus sowieso. Ja, dann sage ich auf jeden Fall mal, bis später, bis die Tage, wir sehen uns wieder. Das Kamerakind will sich bestimmt auch noch mal verabschieden. Ach so, ja. Ja? Genau. Und ja, bleibt mir treu. Denkt dran, immer schön auf Abonnieren drücken, ein Like da lassen und einen Kommentar. Sonst werden euch immer die Schnürsenkel aufgehen beim Laufen. Bis denn, tschö. So, dann verabschieden wir uns auch mal hier. Wir sehen uns wieder, keine Frage. Haut drin.